Das ist Luisa. Sie hat heute ihren ersten Schultag auf der weiterführenden Schule. Sie kommt ganz aufgeregt nach Hause zurück und wird von ihrem Vater begrüßt. Na, wie war der erste Schultag? Luisa berichtete von ihrer ersten Begegnung am Morgen im Bus. Der Busfahrer hatte ziemlich schlechte Laune, weil alle so laut waren. Ruhe da hinten, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Als sie endlich in der Schule ankam, freute sie sich sehr, als sich ihre neue Klassenlehrerin Frau Lopez vorstellte. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Frau Lopez und ich begrüße euch ganz herzlich an eurer neuen Schule. Sie begann den Unterricht mit einer Vorstellungsrunde und machte den Anfang. So, mein Name ist, wie ihr schon mitbekommen habt, Frau Lopez. Ich bin in Spanien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Außerdem habe ich einige Jahre in Kolumbien als Deutschlehrerin gearbeitet. Luisa erinnerte sich noch an ein paar andere Mitschüler und Mitschülerinnen. Hi, mein Name ist Samira und ich spiele leidenschaftlich gerne Klavier. Später würde ich voll gerne in super viele Länder reisen. Ich bin Charlotte und in meiner Freizeit bin ich eigentlich immer am Fußballspielen. Moin, ich bin Torge. Ich spiele ganz gerne Gitarre oder zocke FIFA und bin eigentlich immer ziemlich lustig drauf. Luisa war überwältigt von den ganzen Eindrücken. So viele verschiedene Menschen. Ihr Vater erklärt ihr, dass jeder Mensch anders ist, eine eigene Identität hat. Luisa ist verwirrt. Identität? Was ist das? Um dies zu beantworten, kann man sich ein Puzzle vorstellen, bestehend aus den Komponenten äußerliche Merkmale, Charaktereigenschaften, Erfahrung sowie Wertevorstellung. Dabei kann man sagen, dass die Identität die Gesamtheit all dieser individuellen Merkmale ist. Diese individuellen Merkmale machen einen Menschen aus und lassen ihn einzigartig erscheinen. Dabei ist die Identität einer Person niemals einfach gegeben, sondern muss von jedem Menschen aktiv gebildet werden, etwa durch das Erzählen von Geschichten. Dadurch entwickelt sich die Identität im Laufe des Lebens immer weiter. Luisa ist klar geworden, dass es viele verschiedene Menschen mit eigenen Identitäten gibt. Dadurch entwickelt sich eine Vielfalt. Diese Vielfalt ist eine Chance, von anderen Individuen zu lernen.